spannende Ereignisse in London. Wirklich spannend. Hier in der Kanalisation haben wir dem Vampir-Gorilla gezeigt, wo die Banane den Honig hat oder so was. Honigbananen vom Chinesen. Sehr lecker, by the way. Jetzt versuchen wir weiter herauszufinden, ob Sean Hampton wahr spricht oder ob er uns in eine Falle locken wollte. Denn er meinte, wir würden hier unten Beweise finden, die halt eben genau das bestätigen, was er sagt. Dass er quasi der Gute sei und wir uns in ihm täuschen würden. Dass er kein Monster ist. Naja. Ich bin mir mittlerweile im Vampir nicht mehr sicher, was gut und was richtig ist. Was falsch, was richtig ist, was gut und böse ist. Eines mit Dorf 4 wird mich verfolgen. Bis zu Vampir 2. Und hier haben wir einen weiteren Hinweis. At least one skull escaped Fergal's wrath. Ja, super. Ja, das zeichnet Jonathan Reed aus. Er ist sehr höflich. Und er denkt auch an andere. Also er ist sehr, sehr empathisch. Das macht ihn sympathisch. Und die Kanalisation, finde ich, ist auch mal einfach eine willkommene Abwechslung. Einfach auch zu London an sich. London ist cool draußen, also sehr atmosphärisch alles. Aber ich finde Vampir, ich glaube, es kann mehr. Also es hat viel Potenzial. Und wenn ich das richtig gesehen habe, dann bin ich so circa bei schätzungsweise 65, 70% des Spiels angelangt. Vielleicht sogar weiter. Und verdammt ist die Kanalisation groß. Und yo. Je nachdem, wie das jetzt noch weiter verläuft, könnte das noch sehr überraschend werden, was so die Umgebungen dann so angeht. Könnte aber auch sein, dass das jetzt eben einfach genau so in diesem Stil bleibt. Was ich auch begrüßen würde mitunter, aber ich glaube, so diesen ab und zu mal Ortswechsel fernab eben der verschiedenen Bezirke von London, zumindest mal drunter, ja, der ist schon sehr angenehm. Und ich finde das auch extrem spannend hier unten. Also macht echt gut Laune. Überall Blut. Blut, überall Blut. Tausendachthundertneunzig EP haben wir. Der Vampir-Gorilla hat fett EP liegen lassen. How could he have made it this far? There's blood everywhere. Naja, wir haben ja gelernt, dass Vampire auch überleben können, wenn sie kein Blut haben. Oder wenig Blut haben. Okay, jetzt wären wir genau in der Position. Von hier aus bin ich vorhin kurz testweise mal hoch. Und ja, die Skars sind ja Unterarten von Vampiren. Also, aber ich verstehe natürlich, was er meint. Was geht da? Isn't the blood of a vampire, but it will quench your thirst. What? This is our domain, not yours. You've been warned. Wait, I saved you from this creature. That must count for something. Thank you. Now go. Go back to the streets and houses. There is no love lost between us vampire, but thank you. Super interessant. Das ist das, was man als erstes auffällt. Sie wirkt so traurig. Please, who are you? I sense your sadness. If you must know, they call me Old Bridget, and this shelter is where we live. I'm Jonathan Reed. I'm a newborn Ekon. I'm afraid I'm not sure what's going on. I shall not bend a knee, young Ekon, but I sense your pain. Ask, and I will afford you my attention. Danke. Genau, zuallererst, warum war die Kreatur hinter euch her? Why was that creature after you? Fergal is the blunt instrument of the Ascalon Club. His masters would see us dead or turned into slaves if they had their way. Was ist Fergal? What the hell was that thing? He wasn't an Ekon or a Skull. They are known as Volkod, an ancient offshoot of immortals. Blood drives them. Enrages them.
Bist eine Art Berserker. What of this Ascalon Club? Vampire Society's elite in the Empire. They make the rules and enforce their judgment upon us, whom they see as lessers. Es sind nicht nur Vampire. Es ist eine vampirische Geheimgesellschaft. Ich feier solche Themen. So was it you that Sean Hampton sent me to find? Perhaps. The sad saint was always kind to us. He must trust you if he revealed our location. Kann man ihm trauen? Sean is a skull. All those I've encountered have been violent, crazed creatures. How can he be any different? Maybe because he is the sad saint. Or perhaps because I am old Bridget of the sewer skulls. Sean killed a patient of mine. And that's just one of the murders he's being hunted for. If you refer to Harriet, she is now among us and under our protection. Harriet Jones is alive. That's it. That's the proof Sean wanted me to find. I must talk to her. No. Harriet is not alive. But you can speak to her. I must warn you. She is fragile and may not receive you warmly. I don't understand. She is filled with bile and hate. Her mind is sharp as a tack, but her body is so weak. I've never seen its like before. She is resting in a room on the far right of this hideout. Thank you. I will bear that in mind. Harriet Jones lebt noch. Und das ist eine offensichtlich intelligente Skulls. Beziehungsweise, ich meine, die Skulls oben haben mich direkt angegriffen. Ich meine, es war keine Zeit für ein Gespräch, um da herauszufinden, ob sie nicht doch in irgendeiner Art und Weise auch etwas zu sagen haben. Sie sagte zwar, auf der rechten Seite des Unterschlupfs wäre es für mich eigentlich hier gewesen, aber ist wohl doch weiter hinten. Zumindest laut Marker. Bridget allowed me to wander above some years back. It was unpleasant. Keep your distance, Echo. Tatsache. Wir sind eigentlich relativ normal. Außer, dass wir halt ziemlich freaky aussehen. We're at your mercy. Will you end us? Nein, auf keinen Fall. Da ist sie. Erst rauben wir sie aus. Überlegenheit der Ikon. Neues Sammelobjekt. Ja. Überlegenheit der Ikon. Es ist kein Zufall, dass Ikon die bekanntesten und zahlreichsten unter den Vampiren sind. Ekon sind die wahre Aristokratie der Unsterblichen und die einzigen, die dauerhaft an der Spitze der Nahrungskette stehen können. Egal wohin ich reiste, überall sah ich Ekon, die sterblichen und unsterblichen Gesellschaften führen. Ekon sind die menschlichsten, klügsten und gebildetsten aller Vampire. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich habe nichts gegen die exotischen Volkots, die ebenfalls die Gabe der Unsterblichkeit haben. Viele von ihnen sind nützlich, wenn man ihre Sinne ordnungsgemäß auf ein klares Ziel richtet. Doch ihnen fehlt die wichtigste Eigenschaft von allen, die Fähigkeit, unerkannt mit Sterblichen zu verkehren. Deshalb sollte der Ascalon Club nur Ekon von edelstem Blut in seinem inneren Zirkel aufnehmen. Den Umständen entsprechend können Vulkots, die unsere Regeln befolgen, als Kriegs- oder Jagdhunde aufgenommen werden. Glücklicherweise haben unsere niederen Vetter die naturgegebene Neigung, sich ihren Herren unterzuordnen und ihnen zu gehorchen. Aus die Gesetze von Ascalon, von Lord Redgrave, Gründer. Super interessant, sehr geil. Also die Vulkots lassen sich instrumentalisieren und ja, dieser Ascalon Club, diese Geheimgesellschaft, die alles zu kontrollieren scheint. Das ist eine Fraktion, die jetzt für uns neu ist. Und wenn wir uns mal hier das Symbol angucken, wer sich ein bisschen mit Verschwörungstheorien und Geheimgesellschaften beschäftigt,
Das sind immer auch ganz, ganz, ganz wichtige Indizien und auch Informationen, nämlich Symbole. Es gibt auch andere Dinge, die immer mit einhergehen, aber Symbole sind natürlich das Augenscheinlichste. Wunderbar, also zwei Löwen, hier eine Krone, wir haben hier ein A auf einem Wappen innerhalb eines Kreises. Askel und klar. Hier unten steht Supremacy of Econs. So, einen Moment noch, wir sprechen gleich mit ihm. Harriet! Hello, Harriet. Do you recognize me? Yes, you were from the Pembroke Hospital. The young doctor. So full of secrets. I've so many questions I need to ask you, Harriet. If you would. I love questions. As for the answers, you may not like them. Warum ihren Tod vortäuschen? Your room. The blood. What brought you to fake your death in such a gruesome fashion? To see if I would be mourned. Warum mit Sean Hampton? Flee with Sean Hampton. Oh, it's always a pleasure to see a saint fall to sin. But the coward still won't kill. Ich glaube, Sean Hampton hat die Wahrheit gesprochen. Do you take pleasure in causing so much pain and sorrow? Nobody gave a damn about me. Not a tear shed. Poor Harriet. Oh, ich war auf Pause gekommen. Excusez-moi. Ich habe eine wichtige Frage. I have a question of the utmost importance to ask. Will you answer? Questions? Questions, questions. The good doctor, always searching for answers. Do you remember what you did after leaving the hospital? Did you kill anyone? First, a question from me. You answer first. Very well then. What do you want to know? Are you like me? Are you also dead? Wir sind beide untot. We are not dead, Harry. Death no longer pertains to us. We are different. I like what I am. I truly do. I relish the pain that courses through me. I know you fled the hospital with Sean Hampton. Did you or Sean kill anyone in your flight? Anyone? Try and remember. I will not lie. I wanted blood, and I wanted revenge, and Sean pulled me from it, brought me here instead. But the shadows heard my prayers. The shadows killed that bastard. Wer war der ermordete Mann? Who was that man? The one murdered in the street? He used to be my landlord. I lived here for many years before falling ill. Oh, he was an awful man. Disgusting and cruel. So cruel. Shadows. Tell me what you saw. The shadows. They heard me and answered. Something in the deep darkness. Quick. Deadly. It asked me if I wanted revenge. I answered, yes. And these shadows, this presence, do you still hear it? Was it a vampire? Did Sean see it? It spoke only to me. And now it is silent. But it is born of hatred. And it will kill again. And it hates you, Doctor. Oh, it hates you. What makes you say that? It whispered your name, Dr. Reed. It wanted to know who you were and where you went. Questions about me? What did you say? Nothing, Doctor. I said nothing. There was nothing it didn't already know. Oh, I'm tired now. Let me rest.
Okay, ein Schatten, eine Stimme. Zuvor dieses gehörnte Wesen. Oh, die Alte macht mir auch Angst. You found the answers you were looking for, young Ekon. There is too much left unanswered. So many questions. Get to know us. Spend time with us. And I may be willing to answer more questions. Erzähle mir von Harriet. What manner of creature is Harriet? She is different from everyone else. I really don't know. I'm not even certain she is a Skull. I've no idea as to what blood made her. What is a Skull, in fact, in your honest opinion? The progeny of a vampire, disavowed by her maker. Perhaps a fruitless branch of a noble tree. A word used to enslave us. I cannot say. You mentioned that vampire blood has tremendous potency. You believe it to be stronger than your own? Oh, the vampire's sweet blood. That rich, dark wine that we crave. For it made us, and it can sustain us. I thank you for your time, madam. I must go back to Shaunhampton now. Unbedingt. Your kindness has been ample payment, Ekon. To protect us, I'll close the access to our hideout, but you can use our shortcut to reach Mr. Hampton's shelter. Just follow the arrows. Vielen, vielen Dank. Mehr brauche ich gar nicht wissen. I hope we'll meet again. Es gibt viele Gründe, warum ich Shaunhampton auch trauen möchte. So. Zuallererst gucken wir uns mal kurz noch hier unten um. Was ist ein Bütchen? Begib dich zurück zu Shaunhamptons Notunterkunft. Nehmen wir auch die Pfeile. In dem Bereich waren wir schon, aber oben waren wir noch nicht. Das gucken wir uns natürlich erstmal noch an. Über noch weitere Skulls. Ich jetzt auch mit anderen Augen betrachte und auch oben dieser Umstand, dass mittlerweile auch diese Wachen von Preven die Skulls niedermetzeln und aber auch generell irgendwie die Skulls, ja, das ist ein Unterschlupf. Die Skulls haben sich vom Feind, nicht zum Freund entwickelt, sondern ihr haben für mich jetzt immer mehr auch eine Opferrolle, wobei das schon auch sich eigentlich hier kristallisiert hat, je mehr wir jetzt im Verlauf der Story weitergekommen sind und festgestellt haben, okay, das hat irgendwie etwas mit der Krankheit zu tun, mit der spanischen Grippe an der Stelle. Und jo, die Leute sind da auch Opfer. So, gewöhnliche Keule. Mit Keulen habe ich ja jetzt mittlerweile gute Erfahrungen gemacht. Stachelkeule, gewöhnliche Keule. Gut, die haben jetzt halt verbessert. Die Ausgangsbasis hier ist, glaube ich, noch besser als bei der guten Stachelkeule. Also zumindest vom Schaden ausgehend. Wenn ich die nochmal hochpushe. Und 176 Schaden. Also 176 Schaden ist schon ein Wort. Und ich habe sogar genügend Materialien. Teile eines gewöhnlichen Griffs, aber die kann ich sogar beim Händler bekommen. Ich hoffe, ich denke noch dran, aber jetzt werde ich zumindest mal noch daran denken, den anderen Ultimate auszuwählen. Den hier, Abgrund. Geskillt ist er, aber ich muss ihn noch als Fähigkeit setzen. Ich glaube, ich brauche das gar nicht. Ich glaube, ich kann zwischen den Ultimates sogar wechseln. Das checken wir auch noch aus. So, Blutkapazität ist mittlerweile eigentlich ganz gut, aber diese Blutaufnahme würde ich gerne erweitern.
Speer ist auch sehr, sehr gut, aber 2000. Ja, da wäre es halt echt wieder die Frage, okay, vielleicht nochmal zurücksetzen alles und dann nochmal skillen, aber ich lasse es jetzt zumindest erstmal vorübergehend. Verbesserung beim Schattenschleier. Eine geringere Abklingzeit. Den Rest EP hebe ich mir auf. Ich denke, ich werde den Speer vielleicht erweitern. Der Speer, den nutze ich doch recht gerne und ist auch wirklich sehr gut. So, wie sieht es hier aus? Bleibt auf 92%. Gesundheitszustand, 76%, ist okay. Oh, sinkt Whitechapel ist verdammt. Whitechapel ist echt verdammt. Und yo, in der nächsten Episode gucken wir, dass wir uns zu Sean Hamptons Notunterkunft zurückbewegen, mit ihm sprechen und dann bin ich mal wirklich gespannt, in welche Richtung sich das jetzt alles entfaltet. Dieser Ascalon Club, der hat meine Neugier geweckt. Und ich denke, dem einen oder anderen oder der einen oder anderen unter euch wird das genauso gehen. Das und andere interessante Geschichten in der nächsten Episode.